Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und heute gibt es mal wieder ein Top-Video und zwar die Top 8 der besten Baron-Stealer in League of Legends. Habe ich soweit noch nicht und ich habe mir mal gedacht, ja, warum nicht? Ich glaube, das hat sogar letztens mal in irgendeinem Kommentar jemand unter einem Video geschrieben. Ne? Auch sowas, ich lese ja alle Kommentare, auch wenn ich nicht auf alle Kommentare eingehe. Deswegen heute werden wir das Ganze angehen. Ich werde aber ganz wichtig jetzt noch dazu sagen, dass es eine komplett subjektive Meinung. Das heißt, ich werde das Ganze schon untermauern mit einigen Argumenten und warum dieser Champion so vielleicht der beste Baron-Stealer in League of Legends ist. Aber es kann natürlich sein, dass da vielleicht doch ein bisschen Meinungsverschiedenheiten sind. Da seid ihr gerne am Ende des Videos mit eingeladen zu diskutieren. Kommen wir zu Platz um 8 und auf Platz um 8 haben wir Zac. Was kann Zac, dass er ein guter Baron-Stealer ist? Eigentlich nichts, ja. Das heißt, er hat kein Bonus-Damage, kein True-Damage, er hat grundsätzlich sowieso wenig Damage. Aber hierzu muss man sagen, es geht beim Baron-Stealen meiner Meinung nach nicht immer nur um Damage. Es geht auch zum Beispiel, wie kommt man ins Baron-Pit hinein? Und im besten Fall, das ist jetzt zwar eher nicht ganz so wichtig, aber das Ganze auch zu überleben, ja. Weil manchmal kriegst du einen Baron, seid dann aber in einer Unterzahlsituation und verliert dann trotzdem das Spiel, weil die Gegner euch einfach zu fünft überrennen. Und Zac hat, wie gesagt, nichts, aber er kann immerhin das Baron-Pit überspringen und im besten Fall so überspringen, dass er den Baron smiten kann und auf der anderen Seite des Baron-Pits landet und überlebt. Das heißt, man kann einfach mehr oder weniger for free einfach tryen. Und man kriegt ihn dann und im schlimmsten Fall kriegt man ihn nicht, aber überlebt das Ganze dann vielleicht noch. Hierzu muss man allerdings sagen, das ist natürlich schwierig, denn Zac kann auch abgebrochen werden, er kann abgefangen werden, aber dennoch Platz 8 meiner Meinung nach. Weiter geht es mit Platz Nummer 7 und den habe ich mehr oder weniger deswegen reingemacht, weil viele von euch wahrscheinlich sagen werden, Tobi, was ist mit Heimerdinger? Ja, Heimerdinger, meine Freunde. Heimerdinger ist ein Champion, der sehr unmobil ist, auch kein besonders guter Baron-Stealer an sich, das heißt, er hat meistens auch keinen Smite, aber er hat natürlich seine Ultimate mit der W kombiniert und die macht massivst viel Schaden. Also wenn diese Raketen ins Pit landen, der kann man mit Sicherheit den einen oder anderen Baron schon stealen. Negativpunkte hierbei, muss man definitiv sagen, ist, dass diese Ultimate abgefangen werden kann. Das heißt, ja, klar, es macht viel Schaden, aber so ein Tank mit Full Magieresistenz oder was auch immer könnte sich daneben stellen oder zwischenstellen und das Ganze so ein bisschen reduzieren oder zumindest komplett abfangen sogar. Und der zweite Negativpunkt ist, dass diese Wellen, ja, es sind Wellen, ja, Rakete, 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 Rakete. Und das kann man natürlich, es ist nicht so ein Burst, der auf einmal kommt. Wenn man da relativ wach ist als Jungler, kann man das Ganze dann vielleicht doch noch richtig wegsmiten. Weiter geht es dann mit Nummer 7 und Nummer 7 ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu Heimerdinger und zwar ist das Miss Fortune. Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe schon den ein oder anderen Miss Fortune Baron Steel mitbekommen, deswegen ist sie auf jeden Fall zurecht hier drin. Ihre Ultimate ist im Gegensatz zu Heimerdingers Ultimate deutlich breiter, das heißt, das ganze Baron Pit wird mehr oder weniger unter Kugelhagel gesetzt. Es macht wahrscheinlich mindestens den gleichen Schaden, allerdings etwas langsamer, muss man fairerweise sagen, aber du kannst es halt nicht blocken. Das heißt, wenn sich ein Jungler dahinstellt oder ein Tank oder irgendwas, der kann diesen Damage nicht blocken. Und der Punkt, ich war wirklich am Überlegen, ist Heimerdinger besser, ist Miss Fortune besser? Der Punkt, warum Miss Fortune hier besser ist, ist der, dass die Miss Fortune Ult meistens mit Black Cleaver gekoppelt und oft mit viel Armor Penetration so viel Schaden macht, dass sehr, sehr oft der Jungler, der ja nah am Baron dran steht und meistens auch schon sehr, sehr viel Damage bekommen hat, sehr low ist, super schnell kaputt geht und dadurch der Gegner kein Smite mehr hat und dadurch der Baron dann an Miss Fortune, die dann den meisten Schaden aktuell macht, ja, rausgeht. Das ist so meine Argumentation. Hier muss man natürlich ebenfalls sagen, die Ultimate von Miss Fortune kann unterbrochen werden. Da muss man also aufpassen. Auch hier gibt es einen Negativpunkt. Kommen wir zu Platz Nummer 5 und ich denke, sehr, sehr viele von euch hätten gedacht, dass dieser Champion auf Platz 1 oder 2 ist, denn wir haben Sho'Gath. Ja, Sho'Gaths Ultimate ist quasi Baron-Steal. Er kann einfach den Baron auffressen, 1000 True Damage auf seinen Nacken. Hier muss man natürlich jetzt fairerweise sagen, warum ist er nur auf Platz 5? Der erste Punkt, es ist seine Ultimate. Das heißt, in den ganz seltensten Fällen kann es mal sein, dass sie wirklich auf Cooldown ist, ja. Ein Smite, klar, das kann auch auf Cooldown sein, aber wenn man den Baron anfängt, dann hat man es meistens zur Verfügung. Jetzt kommt nochmal dazu, ein Smite macht ebenfalls auch 1000 Damage auf der Maximalstufe. Das heißt, man hat im besten Fall den gleichen Schaden wie ein anderer Jungler. Und jetzt kommen die größten Kriterien für mich. Der erste Punkt von denen, wo ich gerade schon Punkte genannt habe, Sho'Gath ist super clunky, das heißt, ich habe gesagt, es kommt nicht nur auf Damage an, er kommt super schwer ins Baron Pit hinein. Das heißt, wenn du Flash hast, ist cool, wenn du keinen Flash hast, du läufst aufs Baron Pit hinzu, vielleicht ist die Blast Count auch nicht da
Und die Gegner können dich einfach weg-CC'en. Dein Ultimate ist Nahkampf, du kommst nicht an den Baron ran und kannst ihn somit auch nicht auffressen. Und der Punkt, den ich mindestens genauso wichtig finde, ist, dass Shogat halt meistens einfach ein Toplaner ist. Das heißt, er hat kein Smite. Es gibt immer, also es kommt auf die Meta an, ab und zu diese Meta, wo dann Shogat auch gejungelt wird. Aber aktuell siehst du Shogat eigentlich nur auf der Toplane und ich denke, das wird auch eine ganze Zeit erstmal wieder so bleiben. Und du hast im Endeffekt also nur in Anführungsstrichen ein normales Smite zur Verfügung. Dann kommen wir zu Platz Nummer 4, da springen wir direkt weiter und hier haben wir einen sehr, sehr ähnlichen Champion und zwar Nunu. Ja, Nunu, Shogat quasi mehr oder weniger dasselbe, aber warum ist Nunu vor Shogat? Grundsätzlich muss man hier sagen, ich habe es ja vorhin erwähnt, die Nunu Q, also das Konsumieren, ist halt nur eine Q, ist keine Ultimate. Das heißt, die hat einen super geringen Cooldown und dazu macht sie 980 True Damage im Gegensatz zu den 1000 True Damage von der Shogat Ultimate. Der nächste Punkt ist, er hat mit der Kugel, mit dem Schneeball, eventuell Möglichkeiten, die Gegner im Pit noch ein bisschen zu CC'en, sodass er besser reinkommt, denn er hat die ähnliche Problematik, dass er mit seinem Q sehr, sehr nah an die Gegner rankommen muss. Er kann sie halt CC'en und er kann auch ein bisschen mehr Movement Speed aufbauen, um ins Pit reinzukommen. Und der wichtigste Punkt ist, er ist halt ein Jungle Champion und hat dadurch immer Smite zur Verfügung. Das heißt, Smite plus Q sind dann gut und locker gerne 2000 Damage auf den Nacken von Baron Nashor. Jetzt langsam wird es spannend und zwar kommen wir zu Platz Nummer 3 und diesen Champion hatte ich gar nicht auf der Liste eigentlich. Das heißt, ich habe mir ja natürlich Gedanken gemacht, welcher Champion und dieser kam ganz zum Schluss, wo ich dachte, soll ich diesen Champion auf Platz 8 packen und tatsächlich habe ich ihn jetzt auf 3 gesetzt und zwar Evelynn. Denn ich habe das Ganze einfach mal nachgerechnet. Was kann Evelynn? Grundsätzlich großer Vorteil, sie ist erstmal unsichtbar. Das heißt, ein Jungler, der unsichtbar ist, klar, du kannst mit Control Wards gegenarbeiten, die sind aber auch nicht immer da. Du kannst also erstmal nicht wissen, wo dieser Jungler ist oder ob er überhaupt da ist. Das heißt, Überraschungseffekt ist auf jeden Fall auf deiner Seite. Sie kann Flash, Ult, Smite machen. Was für Schadensquellen haben wir da? Was macht die Evelynn Ultimate? Die Evelynn Ultimate macht 400 Base Damage plus 75% AP. Eine gute Evelynn sollte auf jeden Fall einen Rabadons haben. Kommt natürlich immer auf die Zeit an. Es gibt auch 20 Minuten Barons. Das heißt, wir haben Minimum 600 AP. Natürlich ausbaufähig nach oben natürlich. Das heißt, wir kommen plus 450, sind also bei 850 AP, die diese Ultimate macht. Und jetzt kommt der Clou. Ab 30% kriegt diese Ultimate einen Execute-Effekt, also circa 2500 AP beim Baron. Das heißt, auch diese Ultimate macht 1700 Schaden. Wird natürlich reduziert, weil es ist Magic Damage. Nehmen wir also großzügigerweise mal 600, 700 Damage ab. Vielleicht hat sie auch Magic Pen, sollte sie eigentlich haben, aber wir sind großzügig. Plus Smite sind wir dann bei 2000 Schaden. Das ist schon ziemlich ordentlich und natürlich auch sehr, sehr flink, ne? Unsichtbar. Flash Ult. Und hier kommt der Clou, du musst ins Pit flashen. Das heißt, ja, auch hier ist das Ganze mit Flash gebunden. Hast du keinen Flash zur Verfügung, dann sieht es ähnlich wie bei Shogat und Nunu ziemlich mäh aus. Kommen wir zu Platz Nummer 2 und mein Platz Nummer 2 war eigentlich mein Platz Nummer 1. Aber ich habe mitbekommen, er hat ja vor kurzem erst einen Nerf bekommen, ist schon etwas her. Denn wir reden hier von Lee Sin. Eigentlich meiner Meinung nach der God-King des Smite-Stealens. Das Ding bei Lee Sin ist, er hat einen ziemlich harten Nerf aus seiner Q bekommen und zwar macht diese keinen prozentualen Monster- oder Champion-Damage mehr. Das heißt, damals waren es 8% vom Baron Nashor, was hochgerechnet 1 Milliarde sind. Ich glaube, das war gecapped auf 300, was ziemlich viel trotzdem ist. Jetzt ist es so, dass es nur noch erhöht wird durch Missing Life. Das heißt, fehlen dem Gegner 90% Leben, macht es 90% mehr Damage. Wie ist die Rechnung? Lee Sin's Q macht 150 Damage plus 105% AD. Das heißt, hier ist allerdings der Punkt Bonus AD. Jetzt müssen wir rechnen. Ja, so ein Lee Sin absolut großzügig gerechnet sollte meistens ein Black Cleaver und diese rote AD-Machete haben. Mehr würde ich absolut nicht empfehlen. Das sind ganz grob. Gehen wir einfach mal von 150 AD aus. Das ist super großzügig. Das heißt, wir kommen grob auf 300 AD. Das Ganze wird jetzt erhöht durch diese 90%. Also wenn wir komplett 100% großzügig sind, ja, 90% ist ja schon sehr, sehr knapp. Wahrscheinlich wäre es weniger, weil wenn du so spät smitest, dann ist halt eh over. Dann sind wir, sagen wir einfach mal 500 bis 600 Schaden. 600 Damage sind natürlich magisch, das heißt, das Ganze wird nochmal reduziert. Es ist kein 2 Damage, allerdings kommt noch Smite oben drauf. Wir sind also ganz, ganz grob bei 1300, 1400, 1500 Schaden. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, aber Tobi, Evelynn hatte mehr und Nunu hatte mehr. Ist richtig, aber den wichtigen Faktor muss man jetzt hier einfach sagen, Lee Sin kommt immer irgendwie ins Pit. Das heißt, ganz im Zweifel kommst du mit der W rein. Ja, ist klar, W, Smite ist jetzt nicht das Geilste, aber immerhin hast du die Möglichkeit reinzukommen.
Und in den meisten Fällen kannst du halt mit dem Q reinkommen. Du hast halt immer die Möglichkeit, ohne Flash in diesen Baron Pit hineinzukommen. Und im allerbesten Fall gehst du mit der Q rein, smitest das Ding weg und gehst wieder mit der W raus und überlebst das Ganze. Und das zusammen macht meiner Meinung nach Lee Sin mit zu den besten Baron-Stealern. Und auch Elder Drake gehört ja natürlich auch dazu in League of Legends. Aber natürlich nur Platz 2, denn jetzt kommen wir zum großen Platz Nummer 1. Und ich muss sagen, dieser Champion ist eigentlich 1 zu 1 Lee Sin nur auf AP. Denn wir haben Nidalee. Ja, Nidalee ist genau die gleiche Geschichte, aber bei ihr ist die Rechnung noch mal ein bisschen verdummter. Denn fangen wir an. Grundsätzlich hat sie natürlich ihren Q-Speer, der ist so wie bei Lee Sin. Aber Q markierte Ziele, ja, die macht ja so eine Markierung drauf, kriegen. Das rechnen wir jetzt schon mal. Plus 40% erhöhten Schaden. Das ist sehr, sehr geil. Gehen wir also den Q-Nahkampf-Katzenform-Damage durch. Wir haben 136 Base-Damage, da kommen 105% Base-AD drauf, das sind 120. Das heißt, wir kommen auf ganz grob 250 Damage. Hier drauf kommen nochmal 56% AP. Bei Nidalee müssen wir fair sein, sie ist ein Champion, die meistens nicht mit 800 AP rumrennt, sondern eher mit 400. Natürlich, wenn es mal gut läuft, auch mal 500, 600, aber meistens ist sie nicht so ultra-full-AP-lastig. Das heißt, gehen wir einfach mal wirklich großzügig oder eher ungroßzügig von 400 AP aus. Das wären dann quasi 200 AP, die nochmal oben drauf kommt. Wir wären also bei 450 Schaden. Diese 450 Schaden werden jetzt allerdings noch durch den Markierungsdamage um 40% erhöht. Das heißt, wir kommen auf 630 Damage. Und jetzt kommt der Clou, Leute. Denn der Q-Nahkampf ist ein Execute-Zauber. Ja, das heißt, wir rechnen nochmal genauso wie bei Lee Sin pro fehlenden Prozent Leben 1% Damage drauf. Rechnen wir jetzt also ganz grob einfach mal mit 80% Life, dem der Baron fehlt, dann kommen wir insgesamt auf circa 1134 Magic Damage plus Smite, sind wir also bei 2000 irgendwas Damage. Und hier ist natürlich das Wichtige, klar, wird noch reduziert, weil es Magic Damage ist. Und jetzt muss man natürlich das Ganze kombinieren und deswegen Nidalee der beste Jungle Smiter, meiner Meinung nach. Du hast wieder so unendlich viele Möglichkeiten ins Pit zu kommen. Das heißt, du kannst natürlich am besten mit dem Q auf den Baron und dann hineinspringen. Im schlimmsten Fall kannst du immer noch mit der W einfach so reinspringen und dann eine Nahkampf-Q ohne Markierung machen. Das ist nicht ganz so geil, nicht ganz so viel Schaden, aber du hast die Möglichkeit und im allerbesten Fall springst du sogar mit der W noch aus dem Pit hinaus. Im Prinzip alles, was Lee Sin hat, aber halt mit mehr Schaden zur Verfügung. Und deswegen Nidalee, der Platz 1, der beste Jungle-Smiter, den es gibt. Grundsätzlich sollte man auf jeden Fall sagen, wenn diese ersten 3, 4, 5 Plätze im Gegnerteam noch am Leben sind und in der Nähe vom Baron sind, dann solltet ihr den Baron auf jeden Fall abbrechen oder, ja, zumindest mich nicht voll heulen, wenn er dann gesmited wurde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss.